Moin zu Palmarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Channel. Letzte Folge haben wir den Endboss besiegt. Ich weiß nicht, ob es der Endboss ist. Auf jeden Fall war es einer der bösen Bosse. Und wir sind jetzt hier... Ich müsste eigentlich darunter meine... Huch. What the fuck? Warum ist er jetzt da ganz runtergesprungen? Ich müsste eigentlich dahin... mal gerade meine Sachen wiederholen. Weil ich bin da letzte Runde, ich wollte schnell da runter und bin die ganze Zeit gestorben. Und jetzt ist es so, dass ich meine Erfahrungspunkte da oben habe liegen lassen. Und jetzt gerne versuchen würde, da wieder hinzukommen. Und ich aber gerade keinen Plan habe, wie man da hochgekommen ist. Wisst ihr das noch? Hier, oder was? Gehüpf. Gehüpf. Also es ging auf jeden Fall nicht rückwärts. Das war mein Problem. Aber vielleicht habe ich auch das einfach nicht gesehen. So, weil hier wird sich ja jetzt ordentlich geprügelt. Lol, wer ist das denn? Junge. Selfin Juk. Aua. Junge. Ich würde gerne mal... Ah ja, einen Stim nehmen. Wir werden gemeinsam kämpfen. Ey, was sind denn... Was sind... Alter, ich kann nicht mal einen Stim nehmen. Ich kann mich nicht bewegen. Das gibt's doch nicht. Verteidige mich. Ey. Alter, ich kann nicht mal aufstehen. Junge, ich kann nicht mal aufstehen. Ich bin keine Bedrohung. Ey. Das gibt's doch nicht. Ist der jetzt da runtergefallen? Ich glaube, der ist runtergefallen. Sag mal. Kopfgeldjäger. Noch einer abgehakt. Ja, eigentlich wollte ich nur meine Leben wieder haben. Also meine Erfahrungspunkte. Die sind jetzt wohl weg, oder was? Die müssten genau hier sein. Eigentlich genau hier an der Kante. Die liegen ja nicht da unten irgendwo, oder? Nee. Ja, die sind wohl weg, weil der Gegner, der sie hat, ist nicht mehr da. Das ist ja herrlich, Wack. Gut, dann versuche ich wieder. Dann gehen wir wieder zurück. Dann sind meine Sachen halt weg. Scheißegal, dafür haben wir jetzt einen Kopfgeldjäger besiegt. Ist ja auch ganz cool. Komm ich darüber? Yes. Ich kann höchstens mal gucken zu resetten und dann nochmal dahin zu gehen.
Es ist ja jetzt nicht weit. Jetzt steht da zumindest ein Roboter. Guck, ich kann die Map jetzt nicht aufrufen, wenn ich hier hänge. Es fliegt wieder so ein Insekt um meinen Mund herum. Der da oben hat das wahrscheinlich. Der leuchtet nämlich so fies. Du kannst mir helfen. Komm. Ich finde das Zielen manchmal so nervig. Also dass die Gegner anvisieren, meine ich. Oh, der ist aber ganz schön evasive, der Typ hier. Bruder? Ah, Leben und Macht wiederhergestellt. Okay, wir haben unsere Sachen wieder. Junge. Okay, wenn ich Leben und Macht wiederhergestellt habe, dann haben wir jetzt ja alles, was ich wollte. Ich wollte ja einfach nur meine Erfahrungspunkte wieder haben. Ich weiß doch nicht mal, wie viel das war. Kann man das irgendwo sehen? I don't know. Gut. Wir gehen meditieren. Schnellreise. Okay. So, jetzt haben wir hier oben noch ein Gerücht. Das würde ich gerne mal angehen. Das kann ja wohl nicht angehen wie ein Elektrogerät. Wie wenn die Steckdose fehlt. Ein paar Gummibären snacken. So, und zwar... Genau, ist das da oben das. Da war dieser Wind. Kann ich da durchspringen? Ich brauche wahrscheinlich den Dash einfach nur. Ja. Sehr geil. Und jetzt? Ah. Da oben geht's irgendwo hin. Und dieses Insekt hier vor meinem Gesicht ist sehr nervig. Kennt ihr diese kleinen Fruchtfliegen, die so... Lustiges Völkchen, was? Aber ihr habt hier jede Menge interessante Technik. Wenn ich euch nicht überfallen würde, würde ich wahrscheinlich... Du bist ein Jedi? Du bist ein Jedi? Ey, da war so ein kleiner... So ein kleiner Pimpf, der ist abgehauen. Hast du dich verlaufen, Fremder? Ich gebe dir gleich mal Fremder hier. Geschlachtet habe ich sie. Ja, muss ich nicht. Okay, das ist einfach nur ein kleiner Raum. Haha! Toller Fund. Prioritklumpen, wow. Wow. Oh, hey. Ich weiß es zu schätzen. Ach so, weil ich ihm geholfen habe, hat der jetzt das Ding darunter gemacht. Hallo? Okay. No! What? Nein, nein, nein. Oh. Ich bin nicht gesprungen. Boah, da muss man aber ganz genau springen hier.
So, was gibt's hier denn? Eine Kiste. Geil, das sind die zweiten Beine erst, die ich in dem kompletten Spiel gefunden habe. So, jetzt muss ich da nach links. Ui. Ich würde gern darüber können. Okay, hier runter. Oh, sorry. So, und dann dashen gegen die Wand. Und dann bin ich hier auf der Plattform. Keine Kisten oder so noch, ne? Kann ich irgendwas damit machen? Schaukeln. Gott. Das ist ja geil. Okay, das ist ja... Jetzt ziehe ich das wieder. Ach so, der fährt wieder zurück. Hui! Da, 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 da! Was wird denn da so geballert? Hört ihr das? Das ist richtig die Schlacht. Aber da ruft keiner irgendwas. So, dann haben wir einmal das hier. Cool. Halte sie auf. Ich will auf den da oben schießen. Okay. Ich werde dich brechen. Na gut, ich hätte auch von hier darüber springen können. Ich bin nicht der Feind. Bring ihn um. Wie ist das? Sehr gut. Ah, der lebt noch. Okay, jetzt nicht mehr. Wo kommt ihr denn her? Ausweichmanöver abgeschlossen. Ihr seid dran. Okay, du gegen mich. Gib mir einen BD. Ah! In diesen Kriechern leben mitunter ganze Dörfer, die als Einheit über Planeten fahren. Aber der hier hat sich wohl schon länger nicht bewegt. Seid ihr alle Java. Okay? Ich weiß nicht, was das heißt, aber ihr seht alle okay aus. Falls ihr Vorräte braucht, solltet ihr den Außenposten Rambler's Reach besuchen. Ja, man sieht sich. Geil, wir haben Java rekrutiert. Die Jabas sind erfreut, was? Vielleicht freuen sie sich, dass sie einen Platz für ihre Geschäfte haben. Grease wird das lieben. Meinst du? Hier ist der Schrottcontainer. Haha, da oben ist ein Ding. Hier noch irgendwas, was es hier gibt? Da ist noch ein Weg rein. Den müssen wir uns mal angucken. Da ist noch ein geheimer Raum. Ah, da oben. Ich sehe es. Okay. Ja, cool, dass wir noch so einen Boy rekrutiert haben. Was haben wir bekommen? Fertigkeitspunkt. Jo, cool. Nee, ich bin tot. Okay. Nee, der Raum ist da unten. Moment. Müssen wir halt hier auch runtergehen. Ja, schade, dass dieser komische Panzer nicht mehr fahren kann. Wie heißen die Kriecher? Die kennt man ja aus sämtlichen Star Wars Filmen. Die fahren doch immer durch die Wüste und fangen sich den ganzen Kram ein. Irgendwelche kaputten Droiden und handeln damit und was auch immer.
Sieh dir das an, BD. Okay. Priori-Klumpen. Ja, meine Freunde. Hier komme ich nicht runter. Aber hier. Cool. Hätte ich nicht gedacht, dass man hier noch so einen Typ rekrutieren kann. Was ist da hinten wieder für eine Schlägerei? Was ich mich frage. Ich müsste eigentlich hier noch hin. Komm, wir laufen mal vorne um die Kurve. Einfach um die Kurve links. Dann können wir die Typen da noch verprügeln. Die machen ja irgendeinen Stress. Komm, wir beide gegen den. Ich bin keine Bedrohung. Okay, der ist irgendwie ein bisschen stärker als du. Das reicht nicht, um mich aufzufalten. Hilf mir. Was ist los? Was? Angriff zurückgeschlagen. Wer hätte gedacht, dass du länger überlebst als dein Meister hier? Ich will den nochmal mit der Pistole erwischen. Okay, Moment. Okay, nochmal. Haha! Das ist so geil. Ach du Scheiße. Oh, das ist so ein krasser Typ. Jo, der kann ja auch boxen. Aber der hält nicht viel aus. Okay, der ist tot. Jo, was auf einmal für krasse Gegner hier rumlaufen. Das finde ich aber auch cool gemacht. Noch geiler fände ich es eigentlich, wenn man für die Gegner verschiedene... ja, Moves bräuchte, um die zu besiegen. So wie bei Spider-Man oder Batman. Da ist es ja auch so gemacht, dass du bei manchen oben drüber hüpfen musst und so weiter und so fort. So, das war... ah, da ist eine... ja. Hier ist eine grüne Wand, wo wir noch nicht rein konnten. Achtung, Minen. Okay. In der Höhle wimmelt's von irgendwelchen Tieren. Ich sag's auch noch. Okay, da soll ich nicht drauf hauen. So, meine Frage ist, was gibt's in dieser... was gibt's in dieser Höhle außer Frame-Einbrüche? Yes. Sie sind hinter dir her. Sie sind hinter mir her. Sag mal. Alter! Einfach ein Druidika hier drin. Au. Das war kein gewöhnlicher Druidika. Also gut, lass sehen.
Oh, ich darf die Gummibärchen nicht auskippen. Die liegen auf meinem Mauspad und auf meinem Mauspad sind Fussel. Und die Gummibärchen kleben an, oder die Fusseln kleben dann an den Gummibärchen. Das ist nicht geil. Was will er machen? Scannen. Oh. Gute Arbeit, BD. Ja, krass, dass hier einfach noch so ein Bossgegner drin war. Okay, lass uns checken. Wir hätten hier oben hätten wir noch was. Kann man da einen Wegpunkt hinsetzen? Hier sind auch noch ein paar Sachen. Offener Weg. Offener Weg. Keine Ahnung, ob man da noch hin muss. Hier kann man auch noch hoch. Lass uns erstmal aus der Höhle raus. Da lang. Und dann machen wir, denke ich, gleich mal die Hauptmission weiter. Wir müssen auch noch nach Jeddah. Sturmtruppler. Draußen sind Sturmtruppler. Bereit, BD? Ich bin bereit. Ich bin in Form. Ich bin bereit. Ja, ganz enorm. Aber da ist noch eine Kiste. Die konnte ich noch nicht öffnen. Weil da drunter, genau. Spring! Versuch. Da muss ich diese Kiste aktivieren, damit ich hier öffnen kann. Und da hinten ist noch eine grüne Wand. Ah, die kloppen sich da hinten mit so einem Vieh. Ich glaube, ich brauche da ein Reittier für. Scheiße, jetzt habe ich das oben stehen lassen. Jo. Fände ich auch geil, wenn es noch irgendwie Bossgegner geben würde. Keine Scans. Die so random auftauchen würden. Wisst ihr, was ich meine? So wie bei Diablo oder sowas. Sowas mag ich eigentlich immer. Ach, Digga. Bleib doch auf dem Vieh. Jetzt? Ah. Cool. Sieh dir das an. Ist noch was drin? Da ist auch noch was drin. Wie kommt man denn da hoch? Hinten die Rampe hochgehen. Ich nehme mal mein Reittier mit. Wo ist mein Reittier? Ach, da oben. Du kennst dich auf Kobo aus, oder? Der kennt sich auf Kobo aus, ja. So, hier geht eine Rampe hoch. Ach du Scheiße. Und dann ist hier eine Tür, wo man nicht rein kann. Aber hier ist ein Guckfenster. Okay. Guckfenster. Tür geht auf. Nice. Das war kein schweres Rätsel. Hier was zu scannen. Super, geil. Jetzt kriege ich die ganzen Beinchen für meinen Roboter. So, hier nach vorne links. Hier muss noch eine Kiste sein. Hier. Jo. Das sind die ganzen Sachen, die wir bisher noch nicht erreichen konnten. Schon okay, BD. Wir finden einen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Mach's auf. Oh, Jägerfarben! Leute, das haben wir gesucht.
Ja. Endlich. Jetzt passt mein Umhang auch zum Rest. Hier ist ein Weg, der geht da rein. Aber was gibt's da? Da über die Brücke muss ich. Hier ist die Stadt. Bin ich noch nie über diese Brücke gegangen? Doch, safe, oder? Aber hier gibt's auch nichts mehr so wirklich. Hier müsste ich nochmal hin, da wäre noch eine Kiste. Warte mal. Oh nein, nicht die Hühner. Hör bloß auf damit. Boah, das Game ruckelt wie Scheiße. So. Aber hier hinten durch? Ah, hier ist noch Pflanzen. Da oben sind Dinosaurier, aber... Was hat es mit diesem großen Vogel auf sich? Das würde ich gerne wissen. Da ist eine Werkbank und so ein Scheiß. Hier komme ich nicht durch. Einbahntür. Hier muss ich auch noch hin. Und da ist auch noch das noch voll das unbekannte Gebiet. Und da sind auch noch Kisten. Wer ist er denn hier nochmal? Ich kenne dich. Du bist ein Freund von Grease, richtig? Ja. Falls er nach den 50 Kredits fragt, die ich ihm vielleicht schulde, sag ihm, ich habe den Planeten verlassen. Ich denke, da halte ich mich raus. Wenn du für Fremde nicht lügst, für wen denn dann? Ich bin keine Bedrohung. Ich bin nicht der Feind. Junge. Reicht mehr. Alter. Kann mich nicht bewegen. Der ist schon einfach aufgelöst. So, hier links müsste ein Faden runterhängen. Da. Tut er aber nicht. Okay, dann machen wir es anders. Legst du mich zusammen? Danke, ach du Kumpel. Scheiße. Das ist so ein Einbahnding, was heißt das? Dass ich dann nur von einer Seite reinkomme oder durchkomme? Was skill ich denn hier noch? Kann ich nichts mehr skillen. Widerstandskraft ist voll. Ich skill einfach. Witzig. Da brauche ich 3 Punkte für. Auch 3 Punkte. Ja. Ist einfach irgendwas. Ich benutze die Sachen sowieso nicht. So. Hä? Ich dachte, hier wäre so ein Ding drauf. Verstehe ich nicht.
Hier wird mir das angezeigt. Ach, den habe ich gar nicht gefunden. Hier geht's auch nicht rein. Einbahntür. Die sind sich ja alle am Prügeln. Also man kann hier theoretisch auch einfach rumlaufen und farmen. Kann ich von hier darüber springen? So, und dann kann ich das hier aufschneiden. Ach du Scheiße, wer seid ihr denn? Das Game ruckelt so, das ist unglaublich. Boom. Ich bin keine Bedrohung. Mama. Und tschüss. Das sind so dumm, die Typen. Warum kann man hier hin? Ich muss auf diese Burg hoch. Da ist mir die... Hier war ich noch nie. Jo, das ist der Vogel. Fort Kalin. Ich aktiviere mal den Punkt hier. Die Macht ist mit mir. Fort Kalin Meditationspunkt entdeckt. Komm schon, Kumpel. Gibt's hier irgendwas? Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Aber da hinten muss er auch noch. Die haben hier sogar so einen Panzer. Können wir scannen? Immer in diese Panzergarage. Abgeknallt habe ich ihn. Noch mehr? Wir haben hier nichts zu suchen. Bitte neu formieren. Systemschaden. Muss der weg, ich muss da weg. Hilfst du mir mal bitte? Jo, was ist das? Was war das für ein Move? Boah, krass. Ich werde dich aufreißen. Ich wünsche dir ein besseres Gruppenmitglieder. Sehr geschickt. Kommt ihr! Jawohl, danke. Ich
Ich will da rein. Okay, die liegen hier alle nur. Da ist eine Kiste. Ach, der steht noch auf. Egal. Bomberhemd. Auch cool. Ich kann hier mein Tier nicht rufen. Okay, aber dann... Ich muss hier oben drauf. Und dann nach links. Ach, und dann komme ich auch hier hin und dann wahrscheinlich darüber, oder wie? Hä? Mal gerade checken, ob die Tür hier... Ah, nee, da kann man so durch. Ach, cool, grüß dich. Da rennt sogar ein AT-ST. Okay, nach rechts, dann ist da irgendwas. Also die Typen hasse ich, die. Dieses ist ein Gegner. Ich habe immer Angst, dass sie nochmal aufstehen. Ah! Hör auf! Ich liebe das, wie der sich umdreht und vom Schwanz bis zum Genick, den Typ aufschneidet, so. Wer ist er denn? Seht, meine Kleinen, wir haben Besuch. Was ist hier los? Still. Dürfen Sie nicht reden. Sie brauchen Ihre Ruhe. Ruhe wofür? Für die Übernahme durch die Meister. Warum redet er so leise? Durch den Unsterblichen. Ravis, du reparierst Droiden für die Raiders. Ich hole die Kleinen aus ihrem Schlummer. Die Zusammenarbeit mit ihnen kann nichts Gutes bringen. Du irrst dich. Bald werde ich reich sein wie noch kein Prospektor vor mir. Falls du darauf hoffst, dass die Raiders ihr Wort halten, solltest du lieber nochmal darüber nachdenken. Still jetzt! Die Kleinen brauchen ihre Kraft. Bald werden sie der Brut. Du willst diese Droiden nicht an Ravis verkaufen. Ach, nein? Deine Droiden verdienen einen besseren Meister als Ravis. Ja, die Kleinen verdienen etwas Besseres. Kommt, meine Kleinen. Wenn meine Arbeit beendet ist, finden wir ein neues Zuhause. Du, Ravis wollte Upgrades. Ich habe gehorcht. Ich brauche sie nicht länger. Nimm sie! Okay, danke. Okay. Ich werde dich ausschalten. Ihr schaltet keiner irgendwen aus, außer ich euch. Leute, das Game ruckelt so hart, dass ich kaum spielen kann. Also. Das Game an sich ist natürlich krass, aber... Bergsteiger. Waren das jetzt die Upgrades, die er meinte, oder? Ich will da oben auf diesen Turm noch drauf. Was gibt's hier? Freut mich, dass du dich freust. Geteiltes Haus. Für Ravis! Brennt! Brennt mit eurem neuen Anführer! Also ich würde gern... ...da auch drauf kommen, aber...
muss anscheinend von dieser Seite dahin. Von der anderen Seite muss ich darauf. Marschieren überall so Burschen. Alter, da sind zwei so Axttypen. Ein bisschen Hilfe, Kumpel. Warum kann ich den nicht? Komplett machtresistent, die Typen. Okay. Stim. Stim, Stim, Stim. Stim, PT. Stim. Einen habe ich. Die sind nur stark, weil sie zu zweit sind. Alter, der hält viel mehr aus als der andere. Kann das sein? Fähigkeitenpunkte erhalten. Was gibt's hier? Ich würde gerne mal zu diesem Dino kommen, aber wie? Ich werde alles geben und habe keinen Grund, mich zu fürchten. Sie sind hinter dir her. Interagieren. Okay, das war irgendwie unsichtbar, das Teil. Warum auch immer. Fähigkeitspunkt. Oh, da unten liegt auch noch Priorit oder sowas. Von da geht's in die Burg rein. Ah, von da geht's aber auch nach links. Okay. Wow! Ach du Scheiße. Ich habe keine Stims mehr. Willst du mir mal? Nein. Stim. Hierher mit dir. Oh shit. Stim. Ich hab grad einen Stim genommen. Alter, da springt man einfach runter, will so einen Typ kaputt hauen und dann knallt man da einfach unten rein. Das haben die schon ganz schön fies gemacht. Wo spawn ich denn jetzt? Ich habe den einen Meditationspunkt genommen. Ich bin von da oben her hingekommen.
Muss überlegen. Ich habe doch deine Abkürzung irgendwie freigeschaltet. Hier hinten, oder? Und da konnte man, kann man auch dahin klettern. Warte mal, wo? Wo ist die Abkürzung? Die geht von da hoch. Die geht hier. Okay, die geht da hoch. Wie bin ich denn nochmal da hochgekommen? Hier über den da. Ich bin, glaube ich, hier hochgeklettert. Boah, da muss es doch einen leichteren Weg da hoch geben, oder? Und da sind jetzt auch wieder die zwei Dudes. Das kann doch nicht sein, da muss doch irgendwo eine andere Abkürzung geben. Von hier kann man auch da hochklettern. Aber da unten ist kein... kein Punkt. Hier vielleicht irgendwo? Abkürzung freigeschaltet. Hier? Da vorne liegt was. Was hiervon ist die Abkürzung? Der steht auf, oder? Jo. Steh still! Meine Deckung gibt nicht nach! Was genau hiervon ist die Abkürzung? Ah, da ist so ein Kasten. Das wollte ich mir holen. Wir wünschen uns Stärke. Wir stellen die unsere in deinen Dienst. Du bist klug, dich mir anzuschließen. Sag deinen Abweichlern, dass ich keinen Platz für sie habe. Sie haben sich gegen mich gestellt. Darum bleibt ihnen jetzt nur noch der Tod. So. Und dann kann ich ja von hier... hier durch und dann wieder zum zu dem Vieh gehen. Was anderes gibt's ja hier nicht. Okay, ich habe mir mal einen Stim rein. Der kann die Stims so lange nicht so schnell nicht nehmen. Das ist ein bisschen Abfuck. Ich spam Kreis, damit ich ausweichen kann und spam, dass er die Stims nimmt, aber beides funktioniert nicht. Also nicht mal eins davon funktioniert. Manchmal kriegst du halt einfach aufs Maul.
glaube, ich habe meine Fähigkeitspunkte nicht hergestellt wieder, oder? Was ist, wenn ich jetzt einfach da runter gehe? Helfen die mir? Du bist erledigt. Guck mal, wenn doch jemand anderes angreift. Ah, doch. Nein, 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 nein. Da, guck. Ich komm nicht, ich kann nicht weg. Ich bin so lange gestunt. Ich drücke sicher, keine Ahnung, 6, 7 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, locker. Ich drücke locker 6, 7 Mal. Es müsste irgendwas geben, dass man sich schneller regenerieren kann oder so. Aber ich kann halt einfach nicht aufstehen. Ohne dass der mich vorher einmal trifft. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hilf mir doch mal. Da, guck, einmal ausweichen. Alter. Machen. Willst du mir mal bitte? Was soll ich machen? Willst du mir mal? Ich komm nicht weg. Was mache ich gegen den? Oh, das war schon wieder. Ich habe gar kein Fenster, wo ich schlagen kann. Ich glaube, den meisten Schaden habe ich dem jetzt mit dem Blaster gemacht. Ich habe kein Fenster, wo ich den boxen kann einfach, weil der macht diesen Schnapper nach vorne zweimal. Dann kann ich ihn einmal schlagen. Dann springt er meistens, dann muss ich wieder komplett weggehen. Alter, hör auf. Stim. Ich brauche Hilfe. Ich kann da nicht ausweichen. Ja.
Ich habe einen Konter nicht geschafft. Ich habe ihn quasi nur geblockt, anstatt zu kontern. Dann war ich direkt tot. Der macht zweimal den Schnapper und danach den roten. Also das ist bis jetzt der schwerste Boss von allen. Ausweichen. Oh, das ist ein richtig mieser Boss. Der ist mit Abstand der schwerste bisher. Ich habe noch für keinen so lange so viele Tries gebraucht. Aber egal, wir werden den auch schon in die Knie zwingen. Der Weg dahin nervt nur immer. Auch wenn ich jetzt hier die Abkürzung freigeschaltet habe. Die andere, stell dir vor, da hätten wir jetzt den vielleicht zweimal probiert erst. Ich probiere es nochmal mit deren Hilfe hier. Hey, nicht schlecht. Was ist das für eine Kröte? Er mustert mich. Dieses ekelhafte Teil, Alter. Jetzt habe ich mit dem Staggern probiert. So Dark Souls-mäßig. Das hat geklappt. Yo, ein Poncho, Alter. Abkürzung freigeschaltet. Ah, das ist die Tür. So, hier habe ich jetzt alles durch. Wir müssen dann nochmal die Kiste holen und dann irgendwie nochmal probieren, da hochzukommen. Ich muss jetzt vorne aus dem Tor raus und dann da rein. Nee, schnapp mich nicht. Ich verfolge das Ziel. Vorrücken und angreifen. Beschütze mich. Ich bin keine Bedrohung. Verteidige mich. Das wird nicht stoppen. Ich kann es nicht. Da hinten ist noch ein Echo. Wir haben auch noch diesen ganz großen Tempel unten in dieser Anlage.
Da waren wir auch noch nicht wieder drin. Stell dich nicht so an, Leo. Zeig mal her. Mist. Es heilt nicht mehr. Tut mir leid, Schatz. Nicht dein Tag. So ist die Welt, Leo. Aber lieber begrabe ich dich hier, als zuzulassen, dass du das Abendessen von irgendjemandem wirst. Aha. Sieh mal, was wir gefunden haben. Bin ich hier schon mal hochgeklettert? Ach so, Moment. So kommen wir schneller voran. Na los! Hier in der Felswand, oder was? Ja, ja. Da. Ich dachte, ich muss rüberjumpen an das andere. Komm, ein bisschen schneller. Oh, hier ist noch ein Tempel. Willst du dir das ansehen, bitte? Gut, den machen wir uns dann machen wir uns in der nächsten Folge dran. Ich bin gespannt, was da abgeht. Haut rein und stay pam. Ciao.